Und jetzt kommt der krasse Gegensatz. Ein atomarer GAU im AKW Tihange in Belgien und die Auswirkungen auf NRW, besonders auf die Region Aachen. Dieses Schreckensszenario ist inzwischen in einer Studie durchgespielt und veröffentlicht. Dazu haben wir Bundesumweltministerin Barbara Hendricks gestern befragt. Antwort: Wir können den Belgiern nicht in die Politik reinreden. Und weiter? Tihange 2 zu schließen, liegt nun mal nicht in unserer Macht. Das Mantra der Ministerin in den letzten Monaten: Sie können nur mit den Belgiern reden. Dabei hatte eine Studie gestern Erschreckendes gezeigt. Bei einem Super-GAU in Tihange würde wegen des Westwindes vor allem die Region Aachen verstrahlt. Der zweite Reaktordruckbehälter von Tihange mit seinen tausenden Rissen musste allein in diesem Jahr 5-mal vom Netz genommen werden. Trotzdem wird er immer wieder hochgefahren. Ist Deutschland da wirklich machtlos? Nein, meinen nicht nur Atomkraftgegner aus dem Münsterland. Sie kritisieren, dass Tihange munter mit Brennstoffen beliefert wird aus Gronau und Lingen. Das wollen sie nicht länger akzeptieren. Heute bereiten sie eine Demonstration für morgen in Lingen vor. Weil diese Exportgenehmigungen für Gronau und Lingen werden von der Bundesumweltministerin abgesegnet letztendlich. Sie hat die Oberaufsicht und sie muss jetzt zu Potte kommen und Exporte stoppen. Weil wenn ich den Brennstoff hier für belgische Atomkraftwerke herstelle und dorthin liefere, dann bin ich ja letztendlich für Störfälle, die dort passieren, mitverantwortlich. Das sieht der grüne NRW-Umweltminister Remmel ähnlich. Mehrfach hat er sich im Bundesrat dafür eingesetzt, die Lieferungen zu stoppen. Bislang erfolglos. Deshalb fordert er die Bundesumweltministerin auf. Wenn man einerseits beklagt, dass Tihange nicht sicher ist, andererseits aber mit Gronau noch über einen Teil des Atomkreislaufs verfügt, hier rechtliche Regelungen zum Tragen zu bringen, die jedenfalls eine solche Lieferung aus Deutschland nicht mehr vorsehen. Ein Lieferstopp würde den Betrieb von Tihange zwar nicht zwingend stoppen, weil es auch andere Anbieter von Brennstoffen gibt, aber Deutschland könnte damit in seinem Widerstand gegen den maroden Reaktor glaubwürdiger sein.